Das erste Laxenburger Schlosskonzert in diesem Jahr beginnt humorvoll mit musikalischen Meisterwerken, die sich mit literarischen Texten abwechseln. Wie ich ihn hasse, wie wir ihn alle hassen. Taufeuchte Ausgeschlafenheit glänzt auf seinen Wimpern, dieweil noch verhaltene Gähnereste den Mund umspannen. Das Programm heißt Wochenend und Sonnenschein? Fragezeichen. Es wird leider bei den Veranstaltungen, bei den Ankündigungen meistens das Fragezeichen weggelassen und der Titel einfach so hingestellt, wahrscheinlich weil man Angst hat, dass ein Fragezeichen die Zuschauer abschreckt. Aber es geht genau darum, dass die Texte vordergründig vom Wochenende und vom Sonnenschein handeln, das dann aber selten so abläuft, wie man sich's wünscht. So wie das Leben eben ist. Man plant es und man hat so seine Träume, aber dann machen einem das Schicksal oder die Mitmenschen oder das Pech einen Strich durch die Rechnung. Und die Geschichten, die der Schauspieler zum Besten gibt, sind genauso vielfältig wie das Leben. Ein literarisches Potpourri von Anton Kuh über Thomas Bernhard bis Alfred Polgar. Ein Fettscheitel von rechts 8 und links 80 Haaren sichtbar wird. Umrahmt und begleitet werden die literarischen Schmankerl von einem ebenso bunten musikalischen Mix. Das Programm Wochenend und Sonnenschein ist schon vor einem Jahr zusammengestellt worden. Das Fragezeichen hinter dem Titel ist erst jetzt dazugefügt worden. Wir haben versucht, eine kleine Änderung vorzunehmen, einfach aufgrund der momentanen Situation, aufgrund des Kriegs in der Ukraine, aufgrund der Entwicklung in den letzten Wochen, haben wir uns gedacht, ein Programm, das einfach nur Wochenend und Sonnenschein heißt, passt gerade nicht, stimmt gerade irgendwie nicht. Und das Fragezeichen stellt das Ganze einfach in Frage, stellt die Idylle in Frage, stellt die heile Welt in Frage, die das Programm oder der Titel vielleicht vermittelt. Doch nicht nur die Texte, auch die Musik vermitteln vielerlei an Gefühlen. Von Leichtigkeit, Melancholie bis hin zur Schwermütigkeit. Wir haben zum Beispiel auch von Johann Strauss zwei Romanzen, die total unbekannt sind. Und man denkt sich, der Johann Strauss ist der Walzerkönig und ist eine Frohnatur und kann nur fröhlich und wie Wochenend und Sonnenschein komponieren. Aber es ist wirklich so, dass er auch eine sensible und wirklich fast philosophische Seite zeigt in seinen zwei Romanzen, wo er mit irrsinnig schönen Kantilenen, mit emotionalen Stellen eigentlich überhaupt nicht geizt. Und das ist von einem leichten, lockeren Unterhaltungsstück wirklich weit entfernt, sondern das ist ja total ein kleines Juwel eigentlich in der Musik. Angesichts der aktuellen Ereignisse, die das erste Laxenburger Schlosskonzert überschatten, war es den Veranstaltern dennoch wichtig, dass das Konzert stattfindet. Wir haben uns im Vorfeld natürlich einige Gedanken dazu gemacht und wir werden natürlich auch heute dazu ein wenig Bezug nehmen, weil ich glaube, dass es schon sehr, sehr wichtig ist, hier auf die aktuellen Geschehnisse einzugehen und darauf auch Rücksicht zu nehmen. Um die Sicherheit der Konzertgäste zu gewährleisten, gilt trotz mittlerweile gefallenem Maskengebots in Innenräumen hier weiterhin die Empfehlung, Masken zu tragen. Den Musikern und dem Erzähler war allerdings anzumerken, dass ihnen die Bühnenpräsenz sehr viel Freude gemacht hat. Alles andere ist eine böswillige, dumme Behauptung.